Sie kommt schon zurecht. Ich müsste Herrn von Bramberg sprechen. Worum geht's denn? Er muss den Kosten für die Vorbereitung zustimmen. Herr von Bramberg ist heute sehr beschäftigt. Stören Sie ihn besser nicht. Ich erteile Ihnen die Vollmachten für heute. Ab morgen wird sich dann Herr von Bramberg um Einzelheiten kümmern. Halten Sie ihn per Fax auf dem Laufenden. Etwas anderes noch. Können wir kurz besprechen, was letzte Woche bereits vorbereitet wurde? Letzte Woche. Da sprechen Sie ein Problem an, ja. Weiß Herr Haas schon von dem Joint Venture? Ich fürchte nein. Joint? Sie werden da noch etwas Überzeugungsarbeit leisten müssen. Er ist nicht unbedingt unser größter Teamplayer. Ich hatte gedacht, Sie wollten mit ihm sprechen. Ich hatte wirklich eine Menge Termine letzte Woche. Ich wollte ihm das ungern zwischen Tür und Angel mitteilen. Machen Sie das ruhig. Ich bin überzeugt, dass Sie die richtigen Worte finden werden. Wird Herr von Bramberg unser Projekt unterstützen? Nun, das wird er müssen. Immerhin ist es ein Projekt von Karima. Er steht genauso in der Verantwortung wie ich. Aber ich sage Ihnen ganz offen, dass er nicht begeistert war. Also erwarten Sie nicht zu viel von ihm. Aber er wird den nötigen Maßnahmen zustimmen, was Material und Budget betrifft. Selbstverständlich ist das alles geklärt. Wenden Sie sich jederzeit an ihn, wenn es Dinge zu tun gibt, denen er zustimmen muss. Er weiß Bescheid und wird Sie unterstützen. Man muss, glaube ich, nicht alles drücken, aber wenn man schon spielt, dann zeige ich euch natürlich alles. Was hat die Vorstandssitzung ergeben? Nun, ich habe alle notwendigen Vollmachten erhalten. Alle Unterschriften sind geleistet. Das verdanke ich nicht zuletzt Ihrer hervorragenden Vorarbeit, Frau Plenske. Und dafür möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bedanken. Danke, Herr Seidel. Das habe ich gerne getan. Schön. Dann stürzen Sie sich jetzt in Ihre Arbeit. Erholt sind Sie ja. Machen wir das Projekt gemeinsam zu einem Erfolg. Ich mache mich jetzt wieder an die Arbeit. Alles klar. Viel Erfolg. Okay. Dann gehen wir wieder raus. Ich trinke nebenbei ein bisschen Kamillentee. Ekelhaft. Boah, das ist total fui. Nee, nein. Haben wir jetzt die Nummer schon für vom Hotel? Ist die Faxnummer. Man sollte nicht auf ESC zweimal drücken. Ich muss die Nummer. Boah, wo war denn die? Ich glaube, die Tussi hat sie. Ich bin's nochmal. Ich seh's. Und was gibt's? Ja. Ich hätte dein Anliegen. Privat. Privat? Jetzt wird's interessant. Also? Ich überlege mir etwas zum Anziehen zu kaufen. Die. Für morgen, weißt du? Was würdest du mir raten? Ich würde sagen, bleib genau so, wie du bist. Du siehst doch perfekt aus. Sei, wie du bist. Verstell dich nicht. Sonst wirkst du nur verkleidet. Es ist nur, weil es ein offizieller Anlass ist. Ich möchte natürlich eine gute Figur machen für Karima. Oh, aber das tust du doch. Ich finde, dein Stil unterstreicht deine Persönlichkeit ganz hervorragend. Kann ich dich noch etwas fragen? Wenn's schnell geht. Ja. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche die Telefonnummer des Hotels für Frau Kirchbach. Hast du kein Telefonbuch? Nein, aber du hast eins. Und außerdem hast du da ja auch schon zigmal angerufen. Okay. Ich schreib's dir auf. Sekunde, ja? Okay, also bis später. Bis später. So, Nummer. Notiert. Das ist Timos Handynummer. Okay, da kommen wir noch nicht ran. Jetzt rufen wir erstmal an dem Hotel an. Und er kommt das erste Mal. Au, nicht, hat mir gerade wehgetan. Und wenn wir natürlich sagen, wir rufen da an im Hotel, dann nehme ich mein Festnetz zur Hand und. Wählen erstmal 030, ist glaube ich die Vorwahl von Berlin. 426854467 und jetzt pst. Schade. Diese gewählte Nummer ist ungültig. Okay. Dann rufen wir sie lieber hier drüber an. Oh, das wär's, wenn einer reingekommen wäre. Ich möchte ein Hotelzimmer buchen. Ja, für 3 Wochen. Einzelzimmer, ja. Ja, richtig. Kirchbach, Annabelle. Mein Name?
Lisa Plenske, Assistentin des Vorstandes Kerima Moda. Ja, vielen Dank. Ich warte dann auf Ihr Fax. Wiederhören. Okay. Dann wird das schon geklärt. So. Das ist natürlich unendliches Faxpapier. Na komm. Da liegt ein Fax im Faxgerät. Ich sollte das Fax an Herrn von Bramberg weiterleiten, damit er Bescheid weiß. Oh, okay, mach mal. Indem wir es anklicken aufs Faxgerät und... Richard. So, das wäre erledigt. Gut. Jetzt gehen wir mal. Das ist nicht alles, was ich tun muss. Herr Seidel? Frau Plenske, jetzt nicht, bitte. Ich komme dann später nochmal wieder. Ja, ist besser. Ja, hier ist der Modedesigner. Den kennen wir. Jedenfalls jeder, der die Serie geguckt hat. Mon Dieu, Moment. Sie haben ja gerade noch gefehlt. Alle 5 Minuten jemand anderes. Ich kann so nicht arbeiten. Guten Morgen, Herr Haas. Ja, ja, meinetwegen guten Morgen. Was gibt es, Frau Plenske? Ich habe zu arbeiten. Außer mir tut das hier ja wohl niemand. Entschuldigung für den Nieser. Es geht um die Arbeit für die nächsten Wochen. Allerdings. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und so geht das nicht weiter. Sie wissen von unserem Joint Venture mit Rag Deluxe? Wir haben ein Joint Venture mit Rag Deluxe? Sagen Sie mir, dass das nicht wahr ist. Nun ja, doch. Kerima wird eine gemeinsame Kollektion mit Rag Deluxe erarbeiten. Wir beginnen morgen früh. In 3 Wochen ist Präsentation. Hat Ihnen das niemand gesagt? Mir? Natürlich nicht. Warum sollte mir auch jemand etwas sagen? Schließlich bin ich ja nur der Trottel, der sich das alles ausdenken darf. Rag Deluxe. Ein Haufen Scharlatane. Unglaublich. Kerima verkommt immer mehr zu einem Discounter. Kennen Sie die Designerin, die uns morgen besuchen kommt? Annabelle... Kirchbach? Rag Deluxe schickt uns Annabelle Kirchbach? Das reicht. Ich kündige. Soll jemand anderer den uninspirierten Blödsinn dieser Person in Entwürfe fassen? Herr Haas, bitte. Die Zusammenarbeit ist so geplant. Sie bleiben natürlich frei in Ihren künstlerischen Entschlüssen. Wir müssen nur irgendwie eine Kollektion auf die Beine bekommen. Irgendwie? Allerdings irgendwie. Wessen Idee war das alles? Annabelle Kirchbach. Na, meinetwegen. Sie werden sich wundern, was da auf uns zukommt. Sie ist unerträglich. Oh je. Schaffen Sie es, Ihre jetzigen Arbeiten bis morgen früh abzuschließen? Auf gar keinen Fall. Ich bin es auch nicht gewohnt, von einer Assistentin so unter Zeitdruck gesetzt zu werden, Frau Plenske. Ich bin Künstler und Kunst braucht Zeit. Sagen Sie das, David. Und wenn er ein Problem damit hat, soll er sich an mich wenden. Herr Seidel respektiert Ihre Arbeit sehr. Aber ich habe den Auftrag, Sie für die nächsten 3 Wochen in unser Projekt einzubinden. Wenn ich Ihnen heute noch irgendwie helfen kann, sagen Sie es mir. Ich werde mein Möglichstes tun. Helfen? Sie? Sie machen Scherze. Also bitte, wenn David es wünscht, dann müssen diese großartigen, aber noch unfertigen Arbeiten eben warten. Er wird schon wissen, was er tut. Da wäre noch etwas. Nun? Es ist wegen des Termins morgen früh. Können Sie einrichten, morgen um 10 bei unserem Sektempfang zu sein? Natürlich nicht. So wie es aussieht, werde ich ja die ganze Nacht durcharbeiten müssen, um wenigstens noch das Gröbste zu schaffen. Sektempfang. Ich muss arbeiten und danach werde ich schlafen. Aber es ist sehr wichtig. Es gibt gar keine Möglichkeit. Nein, Punkt. Und jetzt lassen Sie mich bitte. Ich habe hier einen Auftrag fertigzustellen und Sie sehen ja, das hängt alles noch in Fetzen. Da wäre noch etwas, Herr Haas. Oh, geht denn doch mal nicht um den Sack, Mensch, Lisa. Ich hätte da einen Vorschlag zu machen. Ach ja? Da bin ich aber gespannt. Ja. Wie wäre es mit einem Glas Sekt? Als kleine Aufmunterung? Ist es jetzt also schon so weit, dass man versucht, mich mit Alkohol gefügig zu machen? Ach, kommen Sie, Herr Haas. Vielleicht entspannt es Sie ein bisschen. Ich stelle Sie auf den Tisch. In Ordnung? Ja, vielen Dank. Da wäre noch etwas. Ja, nein, erstmal nicht. Also ich muss wieder. Wir holen jetzt erstmal. Frohes Schaffen noch. Wir holen jetzt erstmal das Glas Sekt. Mach ihn ein bisschen besoffen. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Dann müssen wir erstmal in die Küche gehen. Nee. So.
Glas mitnehmen. Sekt mitnehmen. Ah ne, ich kann das nur füllen, genau. So, gehen wir nochmal zu ihm und geben ihm einfach mal ein Glas Sekt. Und dann mal gucken, ob er mit uns natürlich ordentlich reden kann und so zickig. Machen wir ihn halt mal ein bisschen blau. Das wird nicht funktionieren. Das hat nicht geklappt. Was? Aha. Na, dann trink mal. Schon alle? So, jetzt müssen wir reden. Ich weiß, ich komme ungelegen, aber... Aber was? Es ist wegen des Termins morgen früh. Ich habe mir die Entwürfe jetzt noch einmal angesehen, Herr Haas. Und? Nicht, dass es wichtig wäre, aber gefallen sie Ihnen? Sie sind fantastisch. Ich entdecke jedes Mal etwas Neues. Nun ja, danke. Aha. Um nochmal auf den Empfang zurückzukommen. Vielleicht können Sie es doch einrichten. Die Entwürfe, die Sie heute fertig gemacht haben, sind ja über jeden Zweifel erhaben. Wer weiß. Vielleicht schon. Kommen Sie, Herr Haas. Wir brauchen Ihre kreative Aura. Außerdem könnten Sie unseren Gast gleich in die Schranken weisen mit Ihrer fachlichen Autorität. Schon gut, schon gut. Schluss mit der Schmeichelei. Ja, ich komme. Pünktlich. Also ich muss wieder. Frohes Schaffen noch. Gut, das haben wir geklärt. Das Sektglas nehmen wir mit. So, gehen jetzt mal in die Küche, werden mit der Gutsten reden. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ich weiß nur, Lisa Bramberg, David, das war's schon. Agnes, hallo. Lisa, na, wie war's im Urlaub? Hast du dich gut erholt? Oh ja, aber ich hab euch auch ganz schön vermisst. Verrückt, oder? Tja, so geht's mir auch immer. Die ganze Bande kann einem schon gehörig auf die Nerven gehen. Aber kaum bin ich 2 Tage im Urlaub, fehlen sie mir. Schön, dass du wieder da bist. Ja, finde ich auch. Wie war es denn so in der letzten Woche? Erzähl doch mal, was ist der neueste Klatsch? Der neueste Klatsch? Was interessiert dich denn speziell? Wie lief es denn so mit David und Richard? Ach, du kennst die beiden ja. Die ändern sich wohl nie. Es gab ziemliche Auseinandersetzungen über den Kurs von Kerima. Ich glaube, Richard ist ziemlich sauer wegen Davids Geschäftspolitik. Oh. Naja, du weißt ja, letztlich würde Richard nie etwas tun, das gegen die Interessen von Kerima gerichtet ist. Der wird Davids Kurs sicher unterstützen. So loyal ist er, auch wenn es ihm persönlich nicht schmeckt. Wie geht's Hannah? Wo ist sie eigentlich? Sie hat frei. Die letzte Woche war ziemlich hart für sie. Timo macht viel Ärger im Moment, sie brauchte mal eine Auszeit. Die Arme... Die wird schon wieder. Lass sie einfach ein bisschen in Ruhe, wenn sie wieder da ist. Also später ist nicht mehr so viel mit erzählen. Keine Angst, Leute. Wie war deine letzte Woche? Alles gut über die Bühne gegangen? Puh, wir hatten viel zu tun. Die Modemesse läuft und das tägliche Catering für den Kerima-Stand bleibt natürlich an wem hängen? Schon klar. Du Ärmste. Und du musst alles alleine machen? Timo hilft mir ein bisschen. Aber es ist schon eine Menge. Also wenn du mal Zeit hast zwischendurch, du bist herzlich eingeladen. Und wenn es geht, halst mir bitte diese Woche nicht noch mehr Arbeit auf. Darf ich dich noch etwas anderes fragen? Na sicher, Lisalein. Ich hätte eine Bitte an dich. Worum geht's denn? Ich suche nach Timo. Hast du ihn gesehen? Ist unterwegs. Ich habe ihn auf den Großmarkt geschickt, Bestellungen machen. Kommt er heute noch mal wieder zu uns rein? Ich muss ihm dringend Bescheid sagen wegen morgen früh. Keine Ahnung. Ruf ihn doch an. Da wäre noch etwas. Mhm. Es gibt Arbeit für dich. Arbeit? Das ist schlecht. Davon habe ich schon genug. Ja, ich weiß. Aber es geht nicht anders. Ich sehe es. Eine Tasse, zweite Tasse, dritte Tasse, vierte Tasse. Hast genug Arbeit, die wegzuräumen. Ist ja so viel. Du bist überfordert. Du weißt, dass wir das Joint Venture mit Rack Deluxe haben. Ja, na klar. Macht ihr nur, mir ist das egal. Hauptsache, ihr lasst die Sektgläser heil. Ist dir das wirklich so gleichgültig? Ach, weißt du, ich mache hier Catering. Wer die Schnittchen dann isst, ist mir Schnuppe. Macht ihr euer Joint Venture, ich sorge fürs Essen. Wenn ich irgendwann mit dem Messe-Catering fertig werde. Mhm. Wir brauchen für morgen früh einen kleinen Sektempfang. Sektempfang? Morgen? Das fällt euch aber früh ein.
Ihr bildet euch doch nicht ein, dass ich über Nacht ein Gala-Buffet aus dem Hut zaubere. Nein, 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 nein. Ein paar Gläser Sekt, das genügt schon. Und natürlich müsstest du auch selbst da sein. Wir erwarten die Designerin von Rack Deluxe. Tja, Lisa, das wird ein bisschen problematisch, fürchte ich. Wir haben nur noch eine Flasche. Und so schnell liefert der Großhändler nicht. Ich kann einen Sektempfang vorbereiten, aber den Sekt, den musst du besorgen. Okay. Ich muss Timo sprechen. Wie kann ich ihn erreichen? Du kannst ihn anrufen. Er müsste das Karima-Handy dabei haben. Hast du die Nummer? Nee, aber Sabrina müsste sie haben. Frag sie doch einfach mal. Also dann bis später. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal zu der Tussi hin. Die hat den Namen gerade gesagt, das habe ich wieder vergessen. Egal. So, Timo? Nummer, hä? Sabrina? Was ist denn nun schon wieder? Ich muss arbeiten, siehst du das nicht? Doch, natürlich. Es dauert nicht lang. Tussi, Alter, ich kann dir nicht sagen. Es geht um morgen früh. Schön. Was ist morgen früh? Morgen früh wird Annabel Kirchbach hier eintreffen. Das ist nichts Neues. Und? Naja. Um wie viel Uhr bist du morgen hier? Gegen 11. Ich habe morgen früh einen Termin außer Haus. 11? Das ist zu spät. Kannst du das bitte verschieben? Um 10 kommt Frau Kirchbach. Das Team sollte vollzählig sein. Könnt ihr mir sowas nicht früher sagen? Ich habe keine Zeit morgen früh. Du musst es einrichten morgen früh. Herr Seidel hat es angeordnet. Ach, Herr Seidel hat es angeordnet, ja? Vielleicht sollte Herr Seidel dann auch dafür sorgen, dass seine Assistentin das rechtzeitig organisiert. Ich hatte es auf die Liste geschrieben. Die Liste, die du nicht mehr findest, hm? Also gut, ich werde schon irgendwie einrichten. Irgendwie ist gut.